Gut, nächstes. Endkampf der Mädchen. Naruto und seine Freunden gelang es, den Todeswald zu überleben. Die nächste Prüfung war ein Kampf Mann gegen Mann um einen Platz im Finale. Sasuke schaffte es als erster und erkämpfte sich seinen Platz. Es folgte der nächste Kampf, Sakura gegen ihre Freundin Ino. Uff, wir haben es gerade noch rechtzeitig den Todeswald geschafft, aber das ist auch vielen anderen gelungen, deshalb wird es von der Endrunde noch eine Vorrunde geben. Sasuke hat die Vorrunde ohne Probleme überstanden. Der nächste Kampf heißt Sakura gegen Ino. Die beiden sind seit langer Zeit befreundet, aber das spielt jetzt keine Rolle. Gib dein Bestes, Sakura! Das war wahrscheinlich der lämste Kampf der Schulenprüfung, aber hatte trotzdem was an sich, was ja, sympathisch war. Innere Sakura returns. Ich will es damit beenden. Ja, du Fut. Komm! Ey, lass mich doch! Es ist halt schade, dass Storm 1. Also, ich meine, Storm 1 versucht ja schon, so eine Naruto-Story-like Atmosphäre wie im Anime aufzubauen. Aber diese fetten Cutscenes und alles, diese fetten Bosskämpfe, die gab es halt erst ab Storm 2. Aber Storm 1, ja, wie gesagt, es ist so quasi. Es macht vieles richtiger als die anderen Storm-Teile, aber bei vielem hat halt auch dann da was gefehlt. So, die Aurora-Basis ist kein Kompromiss. Und eine weitere Schatztruhe ist aufgetaucht, okay. Dann ab dahin. So, ich wollte wieder was zu schleppen. Aber wo? Wo? Hey, gibt's legit nix. Oh! Oh! Okay, 16er Combo. Ninja-Werkzeuge und Wirbelwind. Am Ende schlugen Sakura und Ino sich gegenseitig K.O. und die Schulenprüfung wurde mit dem nächsten Kampf fortgesetzt. Tenten gegen Temari aus Sunagakure. Würden Tentens Ninja-Werkzeuge wohl gegen die Macht der meisterhaften Windmanipulatorin Temari in ihrem Fächer bestehen? So, das Ding ist, Tenten ist mein favorite Naruto Girl, aber ich hasse ihr Moveset abgrundtief. Ich hasse ihr Moveset wirklich abgrundtief.
Sakuras Kampf gegen Ino ist zu Ende. Als nächstes kämpft Tenten gegen Temari. Beide sehen furchterregend aus, strotzen vor Energie und sind kampfbereit. Obwohl, ich glaube, ihr Moveset in Storm 1 ist noch gut. Und wird erst später richtig problematisch. Okay, ja, ihr Moveset in Storm 1 ist doch echt krank. Okay, die Rahmenbasis Wirbelwindwand. Aber man sieht halt, zu jedem wirklich wichtigen Kampf in Naruto gibt es ein Diorama. Außer vielleicht Orochimaru gegen Sasuke und Naruto. Das würde ich auch noch als wichtig betiteln, da gibt's aber nichts. Da gibt's einen feuchten Furz. Ah, wieder auf dem Dach. Das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Ninja. Weh. Ninja. Keine Ahnung. Nadelblumenexplosion. Ninja-Werkzeug wahrscheinlich. Keine Ahnung, Alter. Ich bin. Ja, strohdumm. Wie ich immer wieder selber merke. Ja, ich habe ein Problem damit, Sachen manchmal aus dem Zusammenhang zu verstehen. Eventuell. Kann man das mal so zugeben. Aber man muss fairerweise sagen, dass das zum Beispiel bei Alten Ninja 5, dass ich diese Fähigkeit dafür auch nicht gebraucht habe, weil die das da schon sehr verständlich erklärt haben. Okay. Kampf zwischen Gleichwertigen. Tenten gelang es zwar, Temari in die Ecke zu drängen, aber dann erwies sich diese doch als stärkere Ninja und Gewinnerin des Kampfes. Im nächsten Kampf der Vorrunde bekam endlich Naruto seine Chance. Gegen die sonderbaren Angriffe seines Gegners Kiba, ebenfalls Konoha-Ninja, und dessen Ninja-Hund Akamaru würde sich Naruto ein paar kluge Taktiken zurechtlegen müssen. Ach ja, der Kampf war nice. Tentens Kampf ist zu Ende. Der nächste an der Reihe ist, darauf hat die Welt gewartet. Endlich! Ich selbst bin es, Naruto Uzumaki. Mein Gegner ist Kiba Inosuka, der Ninja-Hundführer. Was immer er versuchen wird, mich kann er nie und nimmer schlagen. Gegner noch, okay. お前なんぞ一発で乗せてやんよ。戦闘開始。
Ich wusste, dass er da aufgenockt wird. Schade, dass es das Naruto-Rendan nicht in dem Spiel gibt. Es ist ja literally eine geklaute Technik von Sasuke, die Sasuke wiederum von Lee geklaut hat. Das lernt man hier leider nicht. Okay, der Ninja-Schwachkopf Nummer 1. Ah, es gibt das Naruto-Rendan als Diorama. Das ist nice. Oh, Hinata. Hm, wo ist der hin? Naruto, hast du Akamaru irgendwo gesehen? Nö. Warum kannst du aber mit mir reden? Eigentlich müsstest du ohnmächtig werden. Hauptlinie gegen Nebenlinie. Während ob des Sieges von Naruto in der Halle laute Kommentare aufbrandeten, wurden zwei weitere Namen aufgerufen. Beide aus derselben würdigen Konoha-Familie, dem Hyuga-Clan. Hinata aus dem Hauptstamm und Neji aus seiner Seitenlinie nutzten beide Yuken. Angesichts von Nejis überwältigender Kraft schien Hinatas Niederlage sicher, aber sie trat ihm unerschrocken entgegen. Ah ja, unerschrocken will ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Die Vorhandung der Schulprüfung geht weiter und im nächsten Kampf treffen Hinata Hyuga und Neji Hyuga aufeinander. Anscheinend handelt es sich um Cousins, aber dieser Neji Hyuga ist ein bisschen seltsam. Pass gut auf, Hinata. Okay. Man kann nicht das Ultimate Jutsu benutzen. Man sollte sich mal wehren. Ist ja langweilig. Und das ist normal. Schicksalsklan. Wieder eine Schatztruhe. Und wieder eine. Na, ich habe ganz vergessen, die einzusammeln. Anscheinend muss ich da hoch. Oder? Ja.
Luftsprungmarkierung. Ja. Ach verdammt, jetzt müssen wir zur komplett anderen Seite. Ah, Sackgasse. Er will sich verarschen, bis aufs Dach vom Krankenhaus. Einfach, nee, ich muss doch. Wo muss ich denn hin? Ach man, ich hasse das. Ja, genau. Ha, wait. Hasse, 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 hasse. Haha! Und dunstweißer Himmelstanz. Ach ja. Sollte wieder ein paar Objekte destroyen. Boah, man kann nicht mehr diese Schilder zerstören. Ist ja voll Billo. Schon wieder ein paar mehr Zutaten. Mal gucken. No. Das waren 200 Objekte. Nett. Very well. Nein, zu weit! Okay.